Hallo Leute, willkommen zurück auf Baby Blau. Heute mit einem neuen Video und zwar, die Sandra hatte eine Idee. Wir beantworten heute random Fragen. Also die sind wirklich sehr, sehr random. Da ist, glaube ich, von Dating bis Lieblingstier alles dabei. Okay, und die Fragen kenne ich noch nicht. Sandra hat die zusammengestellt für uns. Ja, also ich kenne leider schon, aber ja. Aber die Antworten kenne ich ja noch nicht. Und ja, auch nicht, deswegen wird das spannend. Und wir haben natürlich auch was zu essen dabei. Wir haben heute Burger King. Wuhu! Yeah. So sieht das ausgepackt aus. Wir haben einfach irgendein random Menü genommen mit einem Whopper und einem Crispy Chicken, zwei Donuts, zwei Pommes und Nuggets. Schaffen wir das? Bestimmt. Und jetzt gibt es auch noch eine Cheddar-Soße. Okay, okay. Habe ich noch nie probiert. Hört sich pervers an, aber... Also es läuft so ab, dass wir jeweils immer eine Frage ziehen. Mhm. Und ich würde sagen, wir beantworten wieder die beide. Okay. Du darfst ziehen. Welcher Geruch ist am schlimmsten? Oh. Uff. Uff. Also für mich ganz einfach der Geruch von schlechter Körperhygiene. Mhm. Alles, was dazu gehört, das ist meine Antwort. Bei mir sind das diese... Kennt ihr diese dicken Zigarren? Mhm. Ich finde ab und zu riechen die so schlimm. Okay. Also es gibt welche, die ganz gut riechen, einfach nach Tabak, aber es gibt manche, die riechen einfach nach Furz. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist für mich der schlimmste Geruch. Welche denn? Die geschredderten oder die gerollten? Oder? Ich weiß nicht. Langweilig. Tipps für den ersten Arbeitstag. Das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Seid selbstbewusst. Seid nicht schüchtern, geht auf die möglichen Kollegen zu oder die neuen Kollegen zu und versucht das zu genießen, versucht Spaß zu haben, weil ich finde, ja, viele setzen sich so unter Druck bei dem ersten Arbeitstag, dass sie vergessen, dass es eigentlich etwas Positives ist. Eine neue Erfahrung, ein neuer Lebensabschnitt. Hast du Tipps? Ja, seid authentisch, verstellt euch nicht und ihr müsst nicht schnell reden. Ich habe immer das Gefühl, dass manche Leute denken, man müsste sehr viel sagen, aber überlegt auch ruhig, bevor ihr antwortet. Ich esse gerade Chicken Nuggets mit einer Cheddar-Käsesoße. Und, wie ist es? Ich weiß nicht, probier mal. Nee, oder? Mm-mm. Also irgendwie passt schon rum. Ein Make-up-Essential. Mm. Also meinst du damit so Must-Have, so mein Make-up-Must-Have? Womit könntest du nicht aus dem Haus gehen? Wow, aber das sind einige Sachen. Nein, also wenn du eine Make-up-Sache mitnehmen könntest, wenn du rausgehen würdest, was wäre es? Also bei mir ist es easy. Concealer. Ich glaube, ich hätte auch Concealer so gesagt, aber dann denke ich an meine Augenbrauen, ich denke an meinen Eyeliner, ich denke an meinen Lipgloss, schwer. Aber ja, ganz ehrlich, Concealer. Ich finde, wenn die Haut stimmt, wenn das Ebenbild gut aussieht, dann ist alles andere scheißegal. Welche Blumen soll der Typ zum ersten Date mitbringen? Soll der Typ? Welche Blumen soll der Mann zum ersten Date mitbringen? Also für mich müssen es keine Blumen sein. Für mich wäre eher die Geste wichtig, dass er sich Gedanken gemacht hat. Mhm. Und irgendwann, also du musst nichts mitbringen. Aber wenn er Blumen mitbringen möchte, dann fände ich Lilien ganz schön. Oder diese Fake-Rosen, Nelken heißen die, glaube ich. Du weißt ja auch, dass Lilien meine Lieblingsblumen sind. Echt? Aber, ja. What? Weißt du Lilien? Das ist... Ich weiß, dass es deine Lieblingsblumen sind, aber ich weiß, dass es meine sind. Meine sind weiße Rosenlinien. Es gibt diese Rosenlilies, die ich jetzt zum Geburtstag geschenkt habe, die pinken. Die finde ich am schönsten, weil die am besten riechen und einfach besonders sind. Und Lilien sind so reine Blumen. Ihr datet euch, du merkst, dass er Tinder hat. Wie reagierst du? So, es kommt darauf an, glaube ich, in welchem Stadium des Datens man ist, wenn du gerade die Person kennenlernst und dazu vorher auf dem Handy siehst, dass er die Tinder-App hat, dann... Ich meine, du kennst die Person kaum, was hast du schon zu sagen. Irgendwann später, wenn man sich schon datet und vielleicht schon mal der Grundgedanke entsteht, dass es vielleicht eine Beziehung sein könnte oder ähnliches, ist das schon komisch, weil man sich denkt, ja, okay, such dann nach weiteren Optionen. Das verunsichert einen, glaube ich, dann noch ein bisschen. Ja. Ich reagieren würde, wenn es neu ist, dann die Jubu. Wenn es nicht neu ist, also nicht der Anfang von Daten, würde ich denken, so, okay. Mhm. Kommt an, bei welchem Stadium man sich befindet. Am Anfang finde ich es überhaupt nicht tragisch, so whatever. Aber irgendwann, wenn es auf eine Beziehung hinausläuft, wäre schon schön, wenn er sich nicht auf Tinder treiben würde. Standet ihr schon mal auf das gleiche Geschlecht? Also, ich finde Frauen sehr, sehr attraktiv. Also ich kann auch ruhig beurteilen, ob eine Frau heiß ist oder nicht. Ich stand aber noch nie auf eine Frau. Mhm. Aber you never know. Mhm. Ja, okay. Also ich stehe definitiv auf Männer. Aber als ich jünger war, hatte ich eine ganz interessante Erfahrung. Und zwar... es gab so ein Mädel. Stimmt. Sie stand auf mich. Mhm. Und das Ding ist, so wie sie sich mir gegenüber verhalten hat, war ich so kurz nachdenklich geworden. So, okay, Also da ist jetzt nichts gelaufen, nichts passiert, aber das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So, mag ich das? Mag ich das nicht? Würde ich das wollen? Sagst du immer was, wenn jemand was... Okay, sorry. Was? Jemand was? Also, sagst du immer was, wenn jemand was zwischen den Zähnen hat? Ja. Also, ich hoffe,
dass alle Menschen das positiv auffassen. Also ich sage es immer, ich finde das schade, wenn Menschen das nicht sagen. Also ich würde schade bei mir finden. Stell dir mal vor, ich habe da so einen fetten Sesamkern ganz vorne und keiner sagt mir das. Mir ist es so, leider. Ich finde das sehr, sehr nobel, wenn jemand sagt, dass ich was zwischen den Zähnen habe. Ich finde das überhaupt nicht schlimm und ich finde das auch cool, wenn es Leute machen. Aber ich habe ab und zu nicht die Eier, um zu sagen, ey, du hast was zwischen den Zähnen. Vor allem, wenn ich die Person nicht kenne, wenn es eh nur so Smalltalk ist. Und dann fände ich das irgendwie strange, dann zu sagen, ey, by the way, du hast was zwischen den Zähnen. Bei mir sagst du es, ja, oder? Ja, bei dir will ich es sagen, aber ist ja was anderes. Okay. Wie lief das letzte Date? Ganz gut. Wie lief das letzte Date? Uff. Ah ja, okay. War gut, war sehr gut, ist aber jetzt irrelevant. Aber ich habe gleich ein Date, also warte, das bei der nächsten Folge. Wie sieht dein B aus? Sieht aus wie ein P. Lieblingsobst. Ich liebe so viele Obstarten. Es ist, glaube ich, kein Obst. Es sind Beeren, aber Kirschen. Same. Kirschen. Siehst du, achso, guckst du nicht die Linie dann? Boah. Ja, Kirschen aus dem nächsten. Nein. Es sind Kirschen, ist okay. Ich nehme sie nicht mit. Oder Erdbeeren. Hund oder Katze? Hund. Auf jeden Fall Hund. Immer. Ich verstehe Katzenmenschen, aber ich verstehe mich mit Hundemenschen viel, viel besser. Das ist Fakt. Also ich finde es schön, wenn man Tiere liebt, egal was man liebt. Aber für mich persönlich würde ich lieber einen Hund besitzen, irgendwann. Ich auch. Du diskriminierst Menschen, das wäre schon, ne? Was wünschst du dir für 2021? Also ich sag mal so, ich bin schon mal für alles dankbar, was ich oder was wir haben. Wir beide oder wir als Familie. Was ich mir wünschen würde, ist wirklich, dass alle gesund bleiben. Alle allgemein. Ich wünsche auch euch das Beste, aber so Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Also ich finde, Gesundheit ist das A und O, wenn man sich gut fühlt, ob das jetzt psychisch ist oder physisch. Und klar, so einige persönliche Ziele. Aber ich glaube, das hängt auch sehr mit mir zusammen. Also das wünsche ich mir nicht unbedingt. Da arbeite ich darauf hin. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall Gesundheit. Dass die Welt sich so ein bisschen erholt, aber auch, wenn ich sehr egoistisch bin, dass die Fitnessstudio wieder aufmachen, dass die Schwimmbäder wieder aufmachen, dass ein bisschen Normalität wieder einkehrt. Das wäre ganz cool. Bist du ein guter Ratgeber für deine Freunde? Ich glaube, dass meine Ratschläge daraus bestehen, dass ich einfach nur zuhöre. Versuche nicht dumme Ratschläge zu geben, weil ich finde, die Person ist meistens so viel mehr drin im Thema und dann kommt man so von der Seite und gibt so dann so irgendwelche Ratschläge, die vielleicht so halbherzig sind. Und deswegen ist meine Devise meistens einfach nur zuzuhören und versuchen, für die Person da zu sein. Also ich bin nicht so, du musst das jetzt so machen, wenn du das nicht machst, dann weiß ich nicht, was ich von dir halte. Also das niemals. Wie du gerade gesagt hast, ich finde, jeder weiß für sich selbst am besten, was er möchte. Und man kann quasi vielleicht nur einen Anstupser in die Richtung oder vielleicht in eine andere Richtung geben, aber dabei bleibt es dann auch, jeder muss seine Entscheidung treffen. Ich glaube, jeder weiß ganz tief im Herzen am besten Bescheid. Erhol dich ab und sag, dass ihr überall hinkommt. Welches Reiseziel gibst du ein? Also in Deutschland oder? Jetzt im Moment. Wenn ich sagen würde, ich würde selbst Holland eingeben, irgendwo Scheveningen oder Den Haag. Da kann man auch schnell hinfahren, ne? Ja, das würde ich eingeben. Okay, Hauptsache fahren, weil ich liebe es, als Beifahrer, genauso wie du, im Auto mitzufahren und einfach Musik zu hören, zu quatschen, auf der Autobahn rumzukusen, der Autobahn, auch die Geschwindigkeit zu spüren. Also ist eigentlich so, hä, was? Ich möchte frei sein. Nein, aber ich verstehe dich vollkommen. Also, ja, du bist auf der Autobahn, schläfst da einfach hin, vor allem in Deutschland, man kann ja voll schnell fahren, das ist voll heller hier. Ich glaube, wir sind auch beide voll die guten Beifahrer. Ich bin, ich gebe dir ein Getränk, ich gebe dir Snacks. Ich gebe alles. Okay, das reicht. Beschreibe deinen Lieblings-Ex-Freund. Tricky. Also ich möchte jetzt niemanden ausschließen. Ich hatte sehr viel Glück mit meinen Ex-Freunden. Alle waren sehr, sehr nett, sehr respektvoll. Aber ich glaube, mein Lieblings-Ex-Freund war derjenige, mit dem ich am meisten einfach erlebt habe. Am meisten gereist bin. Ich weiß. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Mensch. Ist er wirklich? Sehr gutherzig. Meinst du, guck zu? Weiß ich nicht. Bisschen verpeilt. Wisst ihr was? Er ist auch ein Stier. Und wie ich. Bei mir, mein Lieblings-Ex-Freund, ist ganz klar wer, ne? Also genau aus dem gleichen Grund, er hat mir so viele neue Sachen gezeigt. Er hat mir gezeigt, wie man mit Stäbchen ist. So viele Sachen einfach gezeigt, ob das solche Kleinigkeiten sind oder einfach Perspektive aufs Leben. Die Art, wie er war, wie unsere Beziehung war. Klar, nicht alles war toll oder perfekt. Es gibt ja Gründe, wieso es vorbei war. Aber es war wirklich eine wholesome und eine wirklich schöne Zeit.
Und dafür bin ich sehr dankbar und ich bin da als Mensch sehr, sehr gewachsen. Und ich finde es so schön, dass wir so gut von unseren Ex-Freunden sehen können. Ja. Das zeigt einfach nur, wir haben alles richtig gemacht. Also wir hatten auch, glaube ich, sehr viel Glück. Wisst ihr, was uns gerade auffällt? Das Video wird sehr, sehr lang, wenn wir alle Fragen beantworten. Deswegen haben wir uns gerade dazu entschieden, dieses Video in zwei Teile zu splitten. Also bekommt ihr zweimal ein Video mit random Fragen. Und ich würde sagen, wir machen das erste Video hier mit zu. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche mit dem Teil 2. Mit demselben Essen und denselben Outfits. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, abonniert uns auf YouTube, falls ihr es noch nicht getan habt. Like das Video, hinterlasst einen Kommentar, all das gute Zeug und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.